Helene Fischer hat sich momentan zurückgezogen, bis auf kleine Ausnahmen. Jetzt ist ein Geheimnis durchgesickert, das eigentlich erstmal niemand erfahren sollte. München, Helene Fischer macht sich 2019 rar. Keine Tour, kein neues Album. Die Schlagerqueen genießt momentan nach stressigen Zeiten ein bisschen ihr privates Glück, das sie bekanntlich seit 2018 mit ihrem neuen Freund Thomas Seitel gefunden hat. Doch so ganz kommt ein Megastar natürlich nie zur Ruhe. Für TV-Legende Frank Elstner machte sie eine Ausnahme und gab kürzlich ein Interview. Einen neuen Song veröffentlichte Helene Fischer auch. Und für einen reichen Bauunternehmer trat sie bei einem Privatkonzert in Hannover auf, die Fotos aus der TUI Arena sorgten für größeres Aufsehen. Denn bei Helene Fischer war ein kleines Bäuchlein zu erkennen. Die Spekulationen sorgten sogar dafür, dass sie sich via Instagram zu Wort meldete und die Rundungen erklärte. Diagnose: Wohlstandspfunde. Sie seien ihr gegönnt. Jetzt allerdings ist ein Geheimnis durchgesickert, das eigentlich vorab niemand erfahren sollte. Denn es kommt zu einem weiteren Helene Fischer-Auftritt in exklusivem Kreis. Wie der Zollernalb-Kurier enthüllt, singt Helene Fischer am 26. Oktober für eine illustre Zuschauerschaft. Anlass: das 100. Firmenjubiläum der Textilkette Trigema aus Burladingen. Unter den Gästen, die in den Genuss der Helene Fischer-Klänge kommen, befindet sich dem Bericht zufolge auch diverse Politprominenz, BAWÖ Ministerpräsident Winfried Kretschmann ebenso wie der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Dr. Gerd Müller sowie EU-Kommissar Günther Oettinger, Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut und die Staatsministerin für Integration und Migration, Annette Wittmann-Mautz. Dazu erhalten viele hundert Mitarbeiter von Trigema eine Einladung, heißt es beim Zollernalb-Kurier. Und genau das ist der Punkt, an dem es heikel wird, dass der Helene Fischer-Auftritt vorab durchgesickert ist. Denn wie die Bild berichtet, wollte Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp den Auftritt von Helene Fischer eigentlich vorab geheim halten, das Ganze sollte eine Überraschung für seine Angestellten werden, ein Auftritt mit Mega-Wow-Effekt, der nun dahin ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zu einem Betriebsjubiläum und plötzlich steht Deutschlands größter Gesangsstar Helene Fischer auf der Bühne. Doch der Knallmoment ist geplatzt. Dafür dürften die Trigema-Mitarbeiter nun vor Vorfreude und Stolz platzen.